Was bleibt bitte? Herzlich willkommen auf 999 Sit. Lasst gerne ein Abo da, lasst ein Like da und viel Spaß mit dem Video. Danny hat Video Day in the Life eines Bundesligaspielers. Training und Podcast. Weiß nicht, was das heißen soll. Gesagt, ich zeige euch heute mal einen Tag im Leben von mir, das heißt von morgens bis abends, was ich mache, wie das aussieht. Ich glaube, das ist schon ganz spannend für euch. Ich freue mich auf das Gelände von Leipzig. Kommt einfach mit und guckt. Der Moment, wo ich fertig bin, Zähne putzen, Gesicht waschen und so weiter und so fort. Ich setze mich hier hin bei mir im Wohnzimmer, gucke mir die Predigt an und bete. So starte ich in den Tag. Ich habe schon immer gesagt, das ist mir extrem wichtig und diese Zeit nehme ich mir auch. Und ob das jetzt vor dem Training ist oder nach dem Training, das hängt davon ab, wann wir trainieren, aber ich nehme euch ein bisschen mit. Oh, ey, danke schön für den 7. Doesn't take a trophy to make you. Also ich bin fertig mit Beten. Die Leute, die sich fragen, wie es abläuft. Ich gucke eine Predigt zum Beispiel, lese in der Bibel, markiere mir ein paar Sachen, schreibe mir was auf und dann bete ich. Und ich bete nicht nur jetzt für mich selber, sondern generell Situationen gerade, was zum Beispiel in Türkei und Syrien passiert, für meine Familie. Aber auch jetzt zum Beispiel für die Situation, in der ich bin, wisst ihr. Ihr müsst wissen, ich bin Profi, ich lebe meinen Traum und ich weiß, dass das nicht von irgendwo kommt, sondern dass Gott mir das gegeben hat. Und dafür bin ich einfach dankbar. Und das sind Momente, wo ich mir Zeit nehme und einfach bete und Kraft daraus ziehe. Und das mache ich dann zum Beispiel heute vor dem Training. Ich muss ungefähr 20, 25 Minuten jetzt losfahren zum Training. Und bevor ich zum Training fahre, liege ich hier mit dem Normatec. Ich zeige euch das kurz. Vor dem das Training? Heißt, Digga, ich habe das jetzt... Ich vor dem Training aufgestanden. Mit diesem Schlaf, Zähne putzen und schnell irgendwie zu Training fahren. Aber soll nicht zu spät kommen. Deswegen bin ich auch hier, in der Kreisliga. 20 Minuten lang gemacht, lieg jetzt hier und guck währenddessen. Guck Betascore. Betascore, ups. Ich feier die und danach geht es zum Training. Ich bin angezogen, gehe jetzt zum Training und nehme euch ein bisschen mit. Natürlich kann ich während des Trainings nicht filmen, aber ja. Was macht das? Das ist. Vibriert das. Und dessen, ich habe das jetzt 20 Minuten lang gemacht. Es gibt hier so eine Lymphdrainage. Es macht also Lymphmassage, dann ist schnellerer. Lymphflüssigkeit wird schneller transportiert und Bluttransport, bla bla. Also für schnellere Regeneration. Wenn dein Muskel zum Beispiel, du hast Muskelkater, dann wird zum Beispiel das Laktat dadurch schneller abtransportiert und deine Muskeln sind schneller wieder fit. Da muss ich zum Beispiel jetzt auch immer rein. Wegen meinem Fuß zum Beispiel, damit ich habe ja eine Schwellung in meinem Fuß gehabt. Damit die ganzen Stoffe schneller abtransportiert werden, muss ich immer in den Normatec oder Lymphomat heißt sowas eigentlich. Lymphomat. So heißt sowas eigentlich. Ja. Da ist er der Mann. Normatec haben die meisten Fußballer, weil halt einfach zu transportieren ist und so. Muss gar nichts mit Laktat zu tun, das war keine Ahnung. Auf jeden Fall ist die Stoffe, ist ja Milchsäure, ist doch Laktat, oder? Dass die Muskeln schwer sind. Aber, ja, ihr werdet dann sehen, was, welchen Rahmen ich filmen kann und das bekommt ihr dann. Kasi, danke. Hey, wisst, ich kann erst losfahren, wenn richtig Musik läuft, deswegen. Vamos! Wir sind angekommen, es ist 12.18 Uhr und 14 Uhr ist Trainingsbeginn. Ich drück drauf, das Tor geht auf. Training kann losgehen. Also angezogen habe ich mich auch. Mütze wichtig, es ist sehr kalt in Deutschland. Leggings genauso wichtig, weil es ist immer noch kalt. Ich gehe jetzt essen und dann. Leggings auch immer richtig wichtig. Ich hatte Leggings in allen Farben. Ich hatte schwarz, weiß, Camouflage, blau, rot, alles. Für jedes Trikot hatte ich irgendwas. Bereite ich mich. Ich habe immer mit ganz wilden Leggings trainiert. Immer auffallen bei Fußball, auch bei Training. Einfach so. Pink, nein, aber so weiße Camouflage und so als ob ich so eine Schneeflockentarnung habe bei BO2 oder so. Einfach so ganz wilde Tarnungen. Ich bin gerade in meinem Zimmer auf der Anlage, wir haben gegessen jetzt. Und ich einfach lange Hose. So eine Leggings ist viel, also Leggings und darüber kurze Hose, das ist viel geiler, damit zu spielen, als mit einer langen Hose einfach.
Das geileres Feeling. Ich trainiere mich aufs Training vorbereiten, das heißt, da kann ich natürlich nicht filmen. Ihr könnt euch ja vorstellen. Das hat DLCs für Fußball geholt. Aussieht, ich mache jetzt ein bisschen Warm-up im Gym. Dann gehen wir raus und trainieren. Ja, vielleicht haben wir noch Videositzung heute. Ich melde mich nach dem Training, da wird es jetzt nicht so viel Material geben. Meine Jungs, das sind auch da. Sag mir jetzt, wie gut du bist. Sag mir erst mal, was dein Plan ist. Schau die Jungen. Ja? Rein. Rechts oben rein. Okay, zeig mal. Eine Kabine hat er sich geklaut. Ist so schlecht. Hey, ist so schlecht. Guck mal hier, Bruder. Guck mal hier, Bruder. Ich zeig jetzt meinen Plan. Okay. Da rein. Er redet nicht, Sanusiba. Mon petit. Wo sind die? Bruder, du hast dich mal getroffen. Bruder, du hast dich mal getroffen. Wie ihr seht, es gibt was Schicksal. Das Gelände von RB ist so crazy. Nein, 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 World, danke für den zweiten. Ich hab, weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, ich habe so in der U15 oder so ein Angebot bekommen von RB sogar. Und da haben die gerade. Und da haben die gerade ihr neues Gelände gebaut, Digga. Und das war so crazy, ne? Das ist ja geistkrank. Ich dachte, sich auf Training vorzubereiten. Die Jungs da spielen ein bisschen Billard. Aber ich gehe jetzt trainieren. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao, ciao. Ich werde jetzt darauf gehen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ihr werdet das jetzt kennenlernen. Das kenne ich nicht. 2 Stunden später. Hier läuft es jetzt so, dass ich mich ein bisschen aufwärme, dann um 2 ready bin. Unhappy dann für 3. Haben nicht gewechselt, weil ich bei Hertha zufrieden war. Zu trainieren. Und wir waren besser als RB. Die wollten halt immer die Westen abkaufen, aber. Da würde jetzt würde bei mir da alles drauf wackeln. Ich schwöre, meine Tiddies. Der lange Auswärtsschritt. Jeden Tag ungefähr 50 Mal gemacht. Ich glaube generell. Ich mache da natürlich auch alles jeden Tag. Es ist schon extrem wichtig, sich aufs Training vorzubereiten, einfach um Verletzungen vorzubeugen, aber auch fit zu sein im Training selber, Maximum aus sich rauszuholen. Deswegen ist es vor dem Training so, dass ich immer ein paar Übungen mache. Das ist der einzige. In deinem Training. Aber also es war bei uns auch so gang und gäbe bei Hertha zum Beispiel, dass wir, weil später habe ich es nicht mehr so gemacht, bei Hertha war es so gang und gäbe, dass man sich 15 Minuten, 30 Minuten vor dem Training mindestens halt ausrollt, bisschen aktiviert, Stabis, irgendwas macht. Meistens einfach also einrollen mäßig, nicht ausrollen. Um die Muskeln zu aktivieren. Und eigentlich nur meistens, weil größtenteils, weil der Trainer sowas sehen will, dass du was machst. So auf maximal am Level performen kann. Training ist vorbei, war gut, war anstrengend und jetzt Schuh putzen. Seht ihr auch, dass da kein anderer war, außer Danny vom Training. Jetzt steht Regeneration an, das heißt, als erstes gehe ich in die Infrarotsauna und danach. Die haben jeden Scheiß, das ist so geil. Die sind so auf dem neuesten Stand. Ich glaube, so sind auch die Facilities in Dings in Amerika, so die meisten von Football und Fußballvereinen, von den Erstligavereinen, ist bestimmt so geil. Kältebecken im Wechsel, Kaltbecken, Warmbecken. Ich bin nach jedem Training hier drin. In der Infrarotsauna so ca. 10-15 Minuten. Und dann immer 2 Minuten Kältebecken, 1 Minute Pool, 3-4 Mal im Wechsel. Und dann dusche ich und dann stehen die nächsten Termine an. Training ist vorbei, hat ein bisschen länger gedauert. Eigentlich hatte ich um 3:45 einen Podcast-Termin. Jetzt haben wir kurz nach 5. Ich gehe jetzt hin, ich glaube, ihr kennt die Jungs auch. Dann wird jetzt ein bisschen geredet. Ich bin jetzt beim Podcast angekommen, habe 2 Leute mitgebracht. Was geht, ich bin Django. Und? Klar, ich bin Juli. Und wir drehen heute zusammen den Podcast, reden ein bisschen über... Alles. Über alles. Also seid gespannt. Ich mache hier ein bisschen was rein und dann werdet ihr es sehen. If you will cash, I'll be the rubber band. Wie geht weiter? Kennst du den? Oh, ich kenne das Lied, aber den Text. Mesh, be the field. Oh, schwer. Hast du noch keinen TikTok zu gemacht? Ich war einfach dabei, als du DFB-Pokal gewonnen hast, ne? Warst du im Stadion? Im Stadion. Geil. Und das Krasse ist... Echt? Also, wir haben jetzt zu Ende gedreht. Django. Abi Nassasin. Ian Chakuzel Abi. Wie geht's? Ja. Wie geht's? Mir geht's bestens und dir? Super, ey. Also Schweizer und Türke, alles gedreht. Wir haben über viele Sachen gesprochen. Django hat gesagt, er wird mein Lied benutzen und wird einen Sound draus machen. Und wir blenden euch ein bisschen was ein, worüber wir gesprochen haben. Den Vlog blende ich euch dann auch ein. Also der Podcast ist vorbei. Waren wirklich interessante Themen, worüber wir geredet haben. Echt Bock gemacht. War kein Standard-Interview über Fußball nur, sondern über ein paar Sachen. Und ich fahre die Jungs jetzt zum Bahnhof und dann gehe ich zu einem Mitspieler.
Es ist jetzt, wie spät ist es? Ich weiß nicht, 19 Uhr, 18, 19.20 sowas. Naja, knapp 7 Stunden war ich jetzt da. Tag ist noch nicht vorbei, aber das war so der Trainingstag, was ihr mitbekommen habt. Also, ich bin angekommen bei meinem Teamkollegen Dani. Wie geht's, Bruder? Cool. Ja, geht's dir gut? Dankeschön. Danke. Sehr gut. Danke. Good, Bruder. Ich hab's so gesehen, Benny wohnt ja in so einem Haus, ne? Also in so einer Wohnung. Und die wohnen gefühlt alle, wohnen in dem Haus, also es ist ein Hochhausmäßig. Und gefühlt alle wohnen da drin. Ist voll cool. Dankeschön. Also ich bin angekommen bei meinem Teamkollegen Dani. Wie geht's, Bruder? Alles gut, Bruder. Ja, geht's dir gut? Dankeschön. Danke. Sehr gut, Dankeschön. Was machst du heute? Ich mach mal Musik an, ne? Ja. Das ist gut, das ist eine Leosität. Digga, wie kann man denn reinschreiben? Mach mal Musik an. Alles gut, ja, geht's dir gut? Dankeschön. Sehr gut, dankeschön. Was machst du heute? Ein bisschen Kaviar. Ja? Mit ein bisschen Jaja. Digga, der Koch, wie OP ist das denn? Der Koch, ich würde immer zu ihm gehen. Jussi ist auch Chefkoch? Ja, meine Co-Chef. Pausen. Kaviar. Mama mia. Ah! Mini-Pancakes. Mama, Dänemark. Thank you. Die zwei sind noch da. Doch. Guardiol. Dome. Was geht, Bruder? Cool. Joschko, wie geht's dir, Bruder? Dome. Sehr gut, Bruder. Ja? Bei dir? Auch sehr gut. Ja. Ich frage immer nach dir. Kannst du Deutsch eigentlich? Deutsch. Ja? Ja. Gut Deutsch? Gut Deutsch. Besser als Domi? Ah, ist okay, danke, danke. Ah, was? Danke, wird gekocht und gleich essen wir. Ist cool. Wir kommen, wie chillig, ne? Aus Dizzy Dank für 17. Wisst ihr, wer auch alles zusammenchillt gerade? Die ganzen Franzosen. Die chillen gerade alle bei Ngunku zu Hause. Safe. Dass wir jetzt Kaviar essen. Hast du schon mal Kaviar gegessen? Ja. Bist du nervös? Digga, wie haarig sind deine Arme? Dumm, Alter. Das, Bruder? Okay. Wir machen das schon mit Kaviar schwer. It's approved? Das ist bei dir, Bilo und so weiter, ja, Mann. Hat Jussi gut gekocht? Ja, also Simakan, Ngunku und so, die chillen gerade alle zusammen, sag ich. Approved. Sehr gut. Sehr gut. Joschke, you want to try as well? Yes, I'm trying to. Danny. Okay, go ahead. Approve, bro. Can you take a spoon? Yeah. Bro, was essen die da? Put some caviar on it, Joschko. Warte mal. Was ist das denn? Sehr gut, sehr gut. Ich mach auf die Pancakes, mach die irgendwas drauf und dann Caviar? You want to try as well? Yes, I'm trying to. Danny. Okay, go ahead. Sind das Zwiebeln? Approve, bro. Digga, was? Das isst man so? Was denn? Das isst man so? Pancakes mit Kaviar machen die nur bei RB. Keine Pancakes. Herzhafter Pfannkuchen mäßig. Blinis mit Sour Cream und Kaviar. Das sind keine Pancakes. Can you take a spoon? Yeah. Put some Kaviar on it, Joschko? Yes. This is how we do it. Das erste Mal überhaupt, dass wir Kaviar essen. Jussi hat uns das beigebracht. Er hat gesagt, Kaviar schmeckt krank. Und jetzt müssen wir gucken, was Joschko sagt. Ein bisschen mehr. Digga, warte mal, ich dachte als erst Jussi. Wer ist Jussi? Achso, Pausen. Ein bisschen mehr was? Kaviar. Ah, oh, sehr gut. Jivele. Jivele. Chavala. Chavala. Si, kako si? Dobro, nisam dobro. Dani Olmo ist auch Kroate, oder? Also er ist Spanier, aber er ist auch Kroate, ne? Oder hat er nur da gespielt? Der kommt ja von Dinamo, oder? Ja. Dobro. Ah, approved, you see, approved. Also ich muss ehrlich zugeben, ich bin eigentlich nicht so Fan von Kaviar und so, aber schon sehr, sehr lecker, was Jussi da gemacht hat. Der hat besten Kaviar aus ganz Dänemark bestellt und wollte uns das zeigen, aber hat sich auf jeden Fall gelohnt, oder? Ja. Dani Olmo, mein Model. Wer von euch beiden kann besser... Sinan Kurt hätte direkt Bayern-Vertrag nach sowas verloren, ich schwöre. RB Leipzig-Spieler treffen sich, um Kaviar zu essen. Bild, Digga. Oh, eine hittere Schnauze. Thank you, thank you. Das ist eine Mütze von Dani. Dani Olmo, mein Model. Wer von euch beiden kann besser Deutsch? Thank you, Wer von euch beiden kann besser Deutsch? Bruder. Ich kann alles, Bruder. Du kannst alles und du? Du? Alles, okay. Alles sagen, Bruder. So, sehr gut. Wir haben gegessen, so gut gekocht. Jetzt spielen wir noch. Es hat so Bock gemacht, immer mit Dodi Deutsch zu reden. Dodi, was ist los? Ich kann nicht gehört, Bruder. Das hat er immer gesagt, ich hab nicht gehört, Bruder. Aber ich immer gesagt, er hat immer gesagt, ich kann nicht gehört, Bruder. Ich kann nicht gehört, Bruder. Der hatte den größten Schaden. Noch ein Spiel. Ich kann nicht gehört, Bruder. Ich weiß nicht, wer das kennt von euch. Hast du einfach gut gespielt. Du hast das wieder gemacht in die Kabine, ne? Hab ich. Natürlich, wieder Jussi. Bochum, Dortmund. Wir zocken jetzt.
Ich mit Jussi gegen Dani und Domi gucken ein bisschen Fußball und Joschko ist einfach Joschko. Wie kann man Fußball gucken, nebenbei zocken irgendwas? Ich mit Jussi gegen Dani und Domi gucken ein bisschen Fußball und Joschko ist einfach Joschko. Wir chillen jetzt nur noch hier, wir haben gespielt, gucken jetzt noch DFB-Pokalhalbfinale Dortmund gegen Bochum. Natürlich, aber dann gucken wir auch ganz schön. Es steht 1-0 gerade für Dortmund. Was meinst du, geht das Spiel aus? Inshallah unentschieden und Elfmeterschießen. Und wer gewinnt? Hallo. Mir ist egal. Okay, wir gucken jetzt auf jeden Fall noch Elfmeterschießen. Ist IPTV? Spiel und das war der Tag. Ihr habt mitbekommen, wie so ein Tag jetzt abläuft, wie viel Zeit man auch verbringt auf der Anlage, was man alles so macht und so. Also. Mir wäre es voll unangenehm, das Auto dort zu machen. Ich hätte es in meinem Zimmer gemacht, wenn ich später zu Hause bin. Halas, ciao, yalla. Wie sage ich Tschüss auf Ungarisch? Viszont látásra. Viszont látásra. Dadurch, dass es das erste Video sein wird auf dem neuen Kanal, habe ich mir gedacht, ich verlose einfach 2 Tickets. Aber nicht zu irgendeinem Spiel, sondern zum Champions League-Spiel am Mittwoch gegen Man City. Ja, ich will euch einfach was zurückgeben und was ihr machen müsst, einfach nur das Video kommentieren, damit es einen Gewinner geben kann. Also viel Glück. Ja, viel Spaß, kommentiert, könnt zum Spiel gegen City. Bob, liken, ich hab einen neuen Account, glaube ich, einen neuen Kanal. Wieso hat er wieder einen neuen gemacht? Ich check's nicht. Lass die Follows da.